scheint es zu Hause, dieser Markt hier. Also wir sind hier im Wiener Naschmarkt. Das ist eins meiner Lieblingsorte Wiens. Die ersten paar Jahre, als ich nach Wien kam, haben wir in einer Seitengasse hiervon entfernt, so 2 Minuten davon entfernt gewohnt. Und ich war hier fast jeden Tag. Ich komme aus Rumänien, aus einer halben Zigeunerfamilie. Mein Vater war Zigeuner und hat Volksmusik gespielt. Und dann habe ich hier in Wien die andere Hälfte meines Lebens in Klassik verbracht. Ich habe sehr viel über Mozart, über Beethoven, über Schubert erfahren. Das hat mich fasziniert. Mein erstes Konzert war, als ich 7 Jahre alt war, mit einem Orchester aus Oradea. Das ist eine Stadt, die schon fast an Ungarn grenzt. Und da spielte ich Haydn Klavierkonzert damals, mit Puppe auf dem Klavier. Also meine Puppe muss hier sitzen, auf dem Pult, so spiele ich nicht. Ich bin auch ein Teil des Publikums. Ich bin zwar der aktive Teil, aber trotzdem Publikum auch, weil ich höre, die Musik läuft. Und man ist nichts mehr. Publikum ist da und Solist ist da, aber das, was wirklich da ist, ist die Musik. Das will ich auf dieser Platte zeigen. Der Ernst, der Temperament, die Ruhe, die Trauer, die es auch im Leben gibt. Also einfach das, was es im Leben gibt. Man ist mal glücklich, man ist mal nicht so glücklich, man ist mal genervt, man ist mal wild, man ist mal müde. Und das bin ich, ein Chamäleon, der aber sich selbst treu bleibt.